Auf dem Schulhausplatz von Niederhöniger spielen für einmal keine Kinder, sondern da sind am letzten Samstag die Seifenkistenlizenzen vergeben worden, für die, die im Schweizer Cup fahren. Das erste Rennen ist das von Niederhöniger. Länge, Gewicht, Bremsen werden getestet, alles wird genau unter die Lupe genommen, damit die Fahrzeuge einsatzbereit sind für das Rennen vom Sonntag. Insgesamt gibt es 8 Kategorien. Eine davon ist die mit den Einheimischen. Die brauchen keine Lizenz, dafür einen Helm und Bremsen. Der 16-jährige Marco Bieri aus Niederhöniger ist einer von denen. Letztes Jahr hat er gewonnen. Wie stehen euch seine Chancen heute? Letztes Jahr habe ich den Pokal gewonnen. Also auf dem ersten Platz bin ich gefahren. Mein Ziel ist immer, jedes Jahr zu fahren. Das gefällt mir auch sehr. Ein Hobby, das Freude macht. Die einen mit Lizenzen fahren bis zu 11 Rennen in der Schweiz und zum Teil auch noch im Europacup. Die Einheimischen wie Marco Bieri fahren einfach einmal im Jahr und denen geht es hauptsächlich um. Mir geht es vor allem um den Spass und um die Freude, das miteinander sein, mit den Kollegen und einem einfach Freude machen. Spass an der gesamten Fahrt haben dann auch alle gehabt. Von den Jüngsten mit knapp 6 bis zu den älteren Semestern. Aber so kurz vor dem Start steigt dann der Adrenalinspiegel doch noch. Ja, wenn es 3, 2, 1 kommt. Okay. So ist Marco Bieri in seinen ersten Lauf gestartet. Die 980 Meter lange Strecke kann aber nicht einfach so befahren werden. Es steckt viel Arbeit und eine gute Organisation hinter dem Anlass. Der OK-Chef Michael Weibel alias Miku kann auf seine Leute zählen. Das ist der Anlass, den Pfadi organisiert, wo alle mitmachen. Von den kleinsten Pferdlern bis zu den grössten, von den Rover und Reiter und von den Führern. Und das ist die ganze Pfadi inklusive Eltern, die da mal ein Event hatten. Arbeit gibt es genug für alle. Vor Festwirtschaft, über die Strecke sichern und die Schikanenverschieber und natürlich auch für die, die die Seifenkisten aufziehen. Die Ausgangslage ist gerade die Kurve hier oben, im Geissrütti. Und dort werden sie dann angehängt an unsere Zugfahrzeuge, Pickup. Das sind eigentlich 5-6 Zugfahrzeuge, die gehen so 6-7 Seifenkisten hochziehen. Und darum müssen sie vorne einen Haken haben und hinten einen Haken haben, sie können abschneiden. Die Seifenkistenfahrer haben 3 Läufe, wovon die 2 schnellsten zählen. Die Pfadi Konolf sorgt auch für das liebliche Wohl von Helfer und Teilnehmer. Alle Einnahmen von dem Anlass kommen der Pfadi zugute. Trotz allem Spass muss aber auch die Sicherheit stimmen. Für die Strecke zu sichern, haben die Pfaderheuer 150 Strohballen gebraucht. Natürlich kann es aber trotzdem einmal passieren, dass einer in eine Schikane reinfährt. Sonst ist das Rennen aber unfallfrei über die Bühne gegangen und am Schluss sind, wie es sich gehört, auch noch die Schnellsten mit einer Medaille geehrt worden. Für den Marco Bieri hat es leider nicht gelangt, seine Bestzeit von letztes Jahr zu verteidigen. Er wird viert. Die Spitze der Einheimischen liegt aber sehr nahe beieinander. Es sind nur gerade ein paar Hundertstel Sekunden, die den Unterschied gemacht haben. Der schnellste war der Beat Gehry, der somit dieses Jahr den Wanderpokal hüten durfte.